electronic este prima cutie automată de viteze cu 9 trepte disponibilă la nivel mondial pentru modelele premium Mercedes-Benz, indiferent că vorbim de tracțiune spate, tracțiune integrală, de modelele hibrid sau hibrid plug-in. GLE Coupé, modelul care v-aș întâmpinat aici, la venire în acest set, a fost prima serie complet echipată încă de la lansare cu această cutie de viteză inovatoare. În prezent, toate modelele noii clase E sunt echipate încă de la lansare pentru versiunea de serie cu noua cutie de viteză automată, 9 trepte, 9 G-Tronic. În următorii ani, nu vă spun, 9 G-Tronic va fi utilizată pentru aproape toate modelele cu motorul montat longitudinal. Ich freue mich, dass wieder alle zahlreich erschienen sind, um mit uns den Produktionsstart der neuen Gangautomatikgetriebe zu feiern. Und das exakt 2 Jahre nach Grundsteinlegung der Halle, in der wir uns hier gerade befinden. Der Anlauf des innovativen Neugang-Automatikgetriebes in den eigens dafür ausgebauten Montagekapazitäten hier in Sebesch ist ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der ASM. Wir haben lange darauf hingearbeitet, nun ist es soweit, wir haben es geschafft. Mehr als 2 Jahre harte Arbeit liegen hinter uns. 2 Jahre, in denen wir ein modernes, flexibles Getriebewerk gebaut haben. Insgesamt wurden mehr als 300 Millionen Euro in den Ausbau investiert. Der rumänische Staat unterstützte hierbei mit 37,4 Millionen Euro. Hierfür mein herzlichen Dank. Liebe Gäste, schauen Sie sich bitte um. Wo jetzt moderne Montagenlinien stehen, mag vor kurzem noch ein Acker. Mit Hilfe von 5000 Tonnen Stahl, 35.000 Kubikmeter Beton und 500 Kilometer Kabel entstand diese nun 80.000 Quadratmeter umfassende moderne Produktionshalle. Mit Fertigungs- und Montagelinien bildet diese Fertigung das erste Mal die gesamte Prozesskette. Wer hätte 2001 daran geglaubt, dass hier in Siebenbürgen hochmoderne Getriebe gebaut werden? Damals war es nur ein Traum, heute haben wir ihn verwirklicht. Weil die deutschen Stammwerke an ihre Kapazitätsgrenzen kamen, suchte Daimler 1996 potenzielle Lieferanten und wurde im Kutschier bei der UMC fündig. Heute verlassen jährlich 8 Millionen Kleinteile wie Zahnräder, Wellen, Kettenräder, Kettenspanner unser Werk im Kutschier. Innerhalb der globalen Wachstumsstrategie wurde die STC im Jahr 2013 eine 100% Tochtergesellschaft. Und wir gründeten die Star Assembly in Sebesch. Seit 2013 produzieren wir als erstes nicht deutsches Werk 5-Gang-Automatikgetriebe für Mercedes-Fahrzeuge und Pkw. Im Jahr 2014 startete die Produktion der 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe für die frontgetriebenen Fahrzeuge der MFA-Baureihe. Heute 2016 beginnen wir die Produktion des 9-Gang-Automatikgetriebes. Die neue E-Tronic ist das weltweit erste 9-stufige Automatikgetriebe mit hydrodynamischen Drehmomentwandlern und Premium-Tiefen. Sein hoher Wirkungsgrad trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch signifikant zu senken. Zugleich erreichen Komfort und Dynamik ein ganz neues Niveau. Nach diesen eindrucksvollen Einsichten in das Getriebe wenden wir den Blick auf unsere Firma. 2015 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Unser Bestes, würde ich sogar sagen. Das ist das Ergebnis harter Arbeit. Wir haben investiert, unsere Kapazitäten ausgebaut und nebenbei noch die täglichen Aufgaben gemeistert. Wie Sie wissen, macht hier der Mensch den Unterschied. Jede Produktion ist nur so gut, wie die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Unser Team wurde in 2015 um 500 neue Mitarbeiter erweitert und durch die weiteren steigenden Bedarfe werden wir zusätzliche 500 Mitarbeiter einstellen. Viele von ihnen bereiten wir im Rahmen unserer dualen oder internen Ausbildung auf ihre zukünftigen Aufgaben vor. Für die Produktion des Getriebes in Sebesch haben unsere Kolleginnen und Kollegen an intensiven Qualifizierungen bei Hedefin teilgenommen, wo unsere weltweit gültigen hohen Standards schon seit Jahren umgesetzt werden. Spezialisten, Kollegen, Freunde aus dem engen Mercedes-Verbund haben uns bei der Inbetriebnahme des Werkes und dem Produktionsanlauf unterstützt. Hierfür möchte ich mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken. Mein Dank geht auch der rumänischen Regierung, den lokalen Behörden und vielen Menschen in dieser Region, die mit uns dieses Projekt erfolgreich begleitet haben. Wenn wir das Erreichte betrachten, ist das ein Verdienst von vielen, die ihr Know-how und ihre Leidenschaft eingebracht haben, getrieben von dem Willen, hier in Siebenbürgen erfolgreich zu sein.
Obwohl ich persönlich erst seit ein paar Monaten in Rumänien bin, freue ich mich und es ist mir eine sehr große Ehre, Teil dieser Mannschaft zu sein. Als neuer Geschäftsführer des Star Assembly und Star Transmission bin ich mir meiner großen Verantwortung bewusst. Ich verspreche Ihnen, dass wir als Team alles tun werden, um unseren Mitarbeitern und ihren Familien, sowohl den Menschen in dieser Region, eine sichere Zukunft zu bieten. Wir kurbeln das lokale Wirtschaftswachstum weiter an und bleiben auch künftig einer der größten Investoren in Rumänien. Diese neue Halle ist ein Zeichen dafür, dass Daimler Verantwortung in dieser Region übernimmt. Es ist ein Symbol für das Vertrauen in die Menschen, die diese Fabrik mit Leidenschaft und Leistung betreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei der Grundsteinlegung der neuen Produktionshalle, genau am 4. April 2014, also genau vor 2 Jahren, hatte das neue Getronik und ich eines gemeinsam. Wir beide waren neu im Amt. Seitdem war es für uns beide alles andere als langweilig. In den letzten 2 Jahren sind die Absatzzahlen von Mercedes-Benz Cars auf ein Rekordniveau gestiegen. Das neue Getronik kommt inzwischen in rund 20 Mercedes-Benz Modellen zum Einsatz. Zum Beispiel in unserer brandneuen E-Klasse. Auch das Produktionsnetzwerk haben wir in den letzten 2 Jahren neu strukturiert und immens ausgebaut. Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der Eigenfertigung. Und zwar bei den Komponenten, die die Markenwerte von Mercedes-Benz ausmachen. Und das ist auf jeden Fall bei dem neuen Getronic der Fall. Schließlich ist die Entwicklung und Fertigung getrieben, seid ihr eine der Kernkompetenzen von Daimler. 3 Eigenschaften eines Getriebes sind dabei besonders wichtig. Erstens eine herausragende Dynamik, zweitens eine hohe Effizienz und drittens die Mercedes-typische Qualität. Die 3 Merkmale gelten aber nicht nur für unsere Anforderungen an das Produkt, sondern vor allen Dingen auch an die Produktion. Säbisch ist hier ein tolles Beispiel. Jeder Mitarbeiter hat in den letzten Jahren sich an dem Aufbau dieses Werks beteiligt und hat seine Kompetenzen bewiesen. Fangen wir an bei der Dynamik. Bei Fahrzeugen setzen wir auf kurze Schalt- und Reaktionszeiten für Spontanität und Agilität. Unser 9-Gang-Getriebe besteht in Disziplin, auf jeden Fall ohne Zweifel. Aber auch die Projektmannschaft hat beim Aufbau der Montage gegenseitig gezeigt, dass sie dem nichts nachsteht. Im Gegenteil, seit dem Beschluss, das neue Getriebe hier in Säbisch zu produzieren, hat das Projekt sozusagen seine ganz eigene Dynamik entwickelt. Die enorme Geschwindigkeit, in der das neue Produktionssystem hier in Säbisch errichtet wurde, ist wirklich beeindruckend. Bereits 12 Monate nach der Grundsteinlegung war das neue Gebäude betriebsfertig und wurde mit den ersten Produktionsanlagen beliefert. Noch einmal 7 Monate später war der Großteil der Maschinen sogar schon so konfiguriert, dass die Anlagen zum ersten Mal im Verbund getestet wurden. Und auch die darauf folgenden Produktionstests und Quality Gates haben die Kollegen in Rekordzeit gemeistert. Für mich steht fest, dass wir heute schon das erste kundenfähige Getriebe produzieren können, ist vor allen Dingen der hochmotivierten Projektmannschaft zu verdanken. Ich hätte die Bitte, dass die Projektmannschaft, die Kollegen aus Deutschland und lokalen Kollegen, die daran beteiligt waren, bitte mal aufstehen. Und darauf kann die Mannschaft und vor allen Dingen ich auch stolz sein, was hier geleistet wurde. Die immense Nachfrage nach unserem Pkw beschert uns Bestwerte. Bei den Absatzzahlen im letzten Jahr haben wir rund 2 Millionen Pkw verkauft und damit unseren Absatz zum 6. Mal im 6. Jahr in Folge gesteigert. Unser Produktportfolio ist so vielfältig wie noch nie. Und für die kommenden Jahre haben wir noch zahlreiche neue Produkte in der Pipeline. Und so viel kann ich heute schon verraten, das neue Getronic wird in Zukunft in nahezu allen Baureihen mit längst eingebautem Motor zum Einsatz kommen. Und das ist die Mehrzahl der Mercedes-Benz Pkw. Für uns reicht noch mehr, unseren Standort in Säbisch weiter auszubauen. Alleine für die neue Produktion haben wir mehr als 300 Millionen Euro investiert und bisher 500 Stellen geschaffen. Und der CEO hatte schon erwähnt, wir werden weitere 500 neue Mitarbeiter an diesem Standort einstellen.
Somit ist klar, wir setzen auch in Zukunft weiter auf den rumänischen Standort in unserem Produktionsverbund. Lassen wir zum zweiten Erfolgsfaktor kommen, die Effizienz. Und bei Betrieben ist Effizienz ein wertvoller und wichtiger Aspekt. Auch hier kann ich sagen, in puncto Effizienz und Abstimmung arbeiten wir im Powertrain-Verbund mit unserem Stammwerk in Untertürkheim, Stuttgart auf höchstem Niveau. Denn der Ausbau des Standorts und der Anlauf der Getriebeproduktion waren geprägt durchweg von einer tollen Zusammenarbeit mit dem Stammwerk in Stuttgart, Untertürkheim. Wir sagen, in Untertürkheim sitzt das Herz unserer Getriebeproduktion. Von dort aus wird das Powertrain-Netzwerk gesteuert, sowohl mit Know-how als auch mit der Zulieferung verteilt. Doch unsere Produktionskapazitäten im Stammwerk sind durch die hohe Nachfrage nach unseren Produkten voll ausgelastet. Deshalb ergänzen wir hier in Säbischen die Powertrain-Produktion optimal mit unseren bestehenden Kapazitäten. Das stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Umfeld und macht unsere Fertigung maximal flexibel. Das Erfolgsgeheimnis liegt, wie beim Betrieb auch, in der guten Zusammenarbeit. Hier in Säbisch haben wir von der hervorragenden deutsch-rumänischen Partnerschaft profitiert. Und das gilt nicht nur für den Produktionsverbund, sondern auch darüber hinaus. Die Kooperation mit Regierung und Behörden hier in Rumänien war erstklassig. Die Unterstützung, die wir hier erfahren haben, und das gemeinsame Engagement für die Erweiterung des Standorts haben im Wesentlichen zum Gelingen des Projekts beigetragen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten. Die super Zusammenarbeit auf allen Seiten macht es uns möglich, das zu tun, was wir am besten können, Weltklasse Autos zu bauen. Denn die dritte Disziplin, in der ein Mercedes-Getriebe immer bestehen muss, ist gesetzt. Der Qualitätsanspruch, das Beste oder nichts. Und die Langlebigkeit unserer Fahrzeuge sind uns für Antrieb und Motivation zugleich. Und auch in dieser Hinsicht war der Standort Säbisch für die Produktion unserer neuen Werkbetriebe die erste Wahl. Star Transmission ist seit 15 Jahren unser zuverlässiger Partner. Wir wissen aus Erfahrung, dass unser Qualitätsanspruch hier im besten Händen ist. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb haben wir für die Montage des neuen Getronic gemeinsam mit unserem Betriebekompetenzzentrum in Untertürkheim ein umfassendes Qualifizierungsprogramm auf die Beine gestellt. Die rumänischen Kollegen wurden dafür mehrere Monate lang in Untertürkheim geschult und haben dort nicht nur den Produktionsbereich kennengelernt, sondern auch unsere Qualitäts-, Instandhaltungs- und Logistikteams durchlaufen. Dieser Know-how-Transfer in unserem Produktionsverbund bietet uns nicht nur die nötige Flexibilität bei der Fertigung, sondern trägt auch zu einer kontinuierlichen Verbesserung bei. Zwei Aspekte, die für den Erfolg eines Unternehmens ganz entscheidend sind. Denn Flexibilität ist heute so wichtig wie nie zuvor. Ein Unternehmen muss sich schnell auf ändernde Marktanforderungen und Kundenwünsche reagieren können. Nur dann kann es erfolgreich sein und im Wettbewerb bestehen. Hinzu kommt das Streben nach einer kontinuierlichen Verbesserung, das uns bei unserer täglichen Arbeit begleitet. Denn das Beste oder nichts bedeutet auch, sich immer weiter verbessern zu wollen. Alles andere wäre ein Rückschritt. Beide Aspekte können wir durch die Vernetzung unserer Standorte vorantreiben. Doch bei all dem ist klar, Maschinen alleine können die kontinuierliche Verbesserung und Flexibilität nicht leisten. Es sind die Menschen, die den Unterschied machen. Deshalb steht bei Mercedes und natürlich auch in unseren Werken hier in Rumänien die Menschen im Mittelpunkt. Für uns ein Grund mehr, diese Menschen zu fördern. So haben wir ein Beispiel der Zusammenarbeit mit der rumänischen Regierung ein duales Ausbildungssystem nach baden-württembergischem Vorbild installiert, als eines der ersten Unternehmen in Rumänien. Damit bieten wir nicht nur jungen Menschen in der Region eine gute Perspektive, sondern stellen auch gleichzeitig den qualifizierten Nachwuchs für Star Transmission sicher. Meine Damen und Herren, Sie sehen, nicht nur unsere Getriebe, sondern auch der Standort in Säbisch bringt alle Voraussetzungen mit, die wir für eine erfolgreiche Produktion brauchen. Eine dynamische Mannschaft, eine effiziente Zusammenarbeit mit den Kollegen
im Produktionsverbund und der rumänischen Regierung, sowie eine hohe Qualität und Langlebigkeit sowohl in der Produktion als auch bei den Produkten. Bei der Entwicklung des neuen Getronic-Getriebes haben unsere Ingenieure übrigens in einer computerbasierten Analyse 85 Milliarden Möglichkeiten die beste Getriebestruktur herausgesucht und damit ein Getriebe konzipiert, das im Wettbewerb seinesgleichen tut. Was den Standort selbst angeht, steht für mich fest, auch bei 85 Milliarden Möglichkeiten wäre die Fertigung hier in Serbisch die richtige Entscheidung. Denn ich bin mir absolut sicher, auch in Zukunft werden hier tolle Getriebe für unsere Produktion entstehen. Dafür wünsche ich uns und Ihnen allen Erfolg und alles Gute. Als einer der Teilnehmer an der Grundsteinlegung für dieses Werk vor 2 Jahren freue ich mich ganz besonders an der heutigen offiziellen Eröffnung der Getriebeproduktion für das weltweit modernste Neuengang-Automatikgetriebe teilnehmen zu können. Seinerseits sprach ich hier von der großen Strahlkraft dieses Projekts und den Chancen, die diese in höchsten Ansprüchen genügende Produktionsanlage sowohl für das Unternehmen Daimler als Investor, aber auch für die Stadt Mühlbach und letztlich über die unmittelbare Region hinaus für das Land Rumänien mit sich bringen würde. Im Rückblick, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich sagen, dass mein seinerseits geäußerter Optimismus auch hinsichtlich der mit diesem Leuchtturmprojekt verbundenen Strahlkraft im Hinblick auf den Investitionsstandort Rumänien voll gerechtfertigt war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Glück ist mit den Tüchtigen, sagt das deutsche Sprichwort. Und so gelten meine Anerkennung und meine Glückwünsche heute allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier vor Ort, aber auch den Projektverantwortlichen des Unternehmens Daimler und insbesondere natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dem neuen Werk hier vor Ort bei Star Assembly, aber auch schon bei Star Transmission tätig waren und sind, die diese Erfolgsgeschichte bei der Errichtung und beim Betrieb dieser modernen Produktionsstätte in so kurzer Zeit haben Wirklichkeit werden lassen. Das 2014 bei der Grundsteinlegung verheißene Ausblick, die Chancen wurden genutzt. Nun kann die Produktion weiter dynamisch sich entwickeln. Der Standort Sebeş wird sich, und hiervon bin ich auch überzeugt, genauso weiter dynamisch positiv entwickeln. Das Unternehmen Daimler hat den Standort Mühlbach und letztlich damit auch Rumänien insgesamt als Investitionsstandort mit diesem Projekt schon seit der Grundsteinlegung einen Vertrauensvorschuss gewährt. Dieses Vertrauen hat sich, wie wir hier alle mit eigenen Augen sehen können und gehört haben, als gerechtfertigt erwiesen. Und ich bin überzeugt davon, dass die verantwortungsvollen Entscheidungsträger auf rumänischer Seite, sowohl auf Ebene des Kreises, der Stadt, aber auch der Zentralregierung in Bukarest, weiterhin auch zusammen mit dem Unternehmen Daimler daran arbeiten werden, dass sich dieses Unternehmen und dieser Standort weiter gut entwickeln können und werden. Auch in diesem Zusammenhang sind sich alle Beteiligten der überragenden Bedeutung des weiteren Ausbaus der logistischen Transportinfrastruktur als elementare Grundbedingung für sichere, zuverlässige und zeitgerechte Lieferbeziehungen auch und gerade von diesem Produktionsstandort mit den Produktionsstätten für die Fahrzeuge selbst bewusst, die diese hochmodernen Automatikgetriebe eingebaut werden. Alle sind sich gleichermaßen bewusst, dass ein vorausschauendes, ein transparentes, für Investoren langfristig kalkulierbares Regierungshandeln ebenso wie dessen administrative Umsetzung von hoher Bedeutung sind. Mit der neuen Produktion ergeben sich auch viele Beschäftigungschancen für die Bevölkerung in der Region. Letztlich, meine Damen und Herren,
werden für den Erfolg und die weitere positive Entwicklung dieser wie auch anderer bedeutender Investitionen in der Region die Motivation und die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend sein. Was die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier anlangt, bin ich sehr davon überzeugt, dass sie außerordentlich hoch ist, denn das Unternehmen Daimler ist als zuverlässiger und seriöser Arbeitgeber schon durch seine bisherigen Produktionswerke bestens bekannt und geschätzt. Hier, wie auch an anderen Standorten, wird es auf absehbare Zeit eine Herausforderung sein, gerade für hochmoderne Produktionsprozesse und Anlagen, die erforderliche Zahl hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch tatsächlich finden zu können. Auch deshalb möchte ich gerade hier das große Engagement des Unternehmens Daimler im Aufbau eines Systems qualifizierter und moderner beruflicher Bildung in Rumänien und ganz konkret hier in Mühlbach würdigen. Die hier angebotenen dualen Ausbildungsgänge erfreuen sich glücklicherweise großer Nachfrage. Sie geben jungen Menschen aus der Region und auch darüber hinaus eine vielversprechende berufliche, wie letztlich auch ganz persönliche und gesellschaftliche Perspektive. Staat und Gesellschaft Rumäniens können hiervon nur gewinnen. Und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle zu einer weiteren koordinierten Unterstützung qualifizierter beruflicher Ausbildung im Zusammenwirken der für Bildungsangelegenheiten zuständigen Stellen der rumänischen Regierung und der beteiligten Unternehmen aufrufen. Gerade ein Unternehmen wie Daimler mit seiner jahrzehntelangen Ausbildungserfahrung kann hier auch Maßstäbe setzen und hat dieses auch schon getan. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche mir sehr, dass die Verantwortlichen des Mutterkonzerns Daimler sowie der Tochterunternehmen STC und SDA mit der nunmehr anlaufenden Produktion und dem Produkt einen Erfolg und die Gewissheit erfahren dürfen, dass die Entscheidung und das Vertrauen in den Investitionsstandort gerechtfertigt waren und auch künftig sind. Denn dieses Signal wird nicht nur die rumänisch-deutsche Wirtschaftsbeziehung, sondern gewiss unsere auf allen Gebieten exzellenten Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien weiter beflügeln. Ich wünsche mir aber auch das Vertrauen der Verantwortlichen in die Menschen der Region und vor allem die junge Generation, die hier qualifiziert ausgebildet wird und die diesen erfolgreichen Weg auch in eine gesicherte Zukunft führen wird. Hierfür wünsche ich Ihnen allen eine glückliche Hand. Gleichzeitig hoffe und wünsche ich auch, dass die in den Standort und das Land gesetzten Hoffnungen, das große Vertrauen in eine weitere positive Entwicklung der Rahmenbedingungen für erfolgreiches wirtschaftliches Engagement in Rumänien aktiv gefördert werden. Das gilt, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur für diese herausragende Investition, sondern auch für viele andere Projekte, gerade deutscher, internationaler Unternehmen in dieser und weiteren Regionen des Landes. Hierfür wünsche ich allen Beteiligten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft das notwendige Augenmaß, das politische Geschick und auch die erforderliche Hartnäckigkeit und Durchsetzungskraft, wenn es zum Beispiel an die Verbesserung der Transportinfrastruktur, des Bildungswesens, der administrativen Begleitung und des Rechtsrahmens für erfolgreiche wirtschaftliche Betätigung in Rumänien geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor diesem Hintergrund und mit diesen Aussichten bin ich zuversichtlich, dass wir alle noch viel Positives über deutsch-rumänische Spitzentechnologie Made in Mühlbach hören werden. Und so möchte ich allen Beteiligten auf rumänischer Seite wie auf Seiten des Management und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens für die Zukunft nur alles Gute und allen Erfolg wünschen und Ihnen ein herzliches Glück auf zurufen. Este o plăcere deosebită pentru mine să fiu astăzi aici și sunt foarte mândru că sunt român când vin într-o astfel de uzină. După cum știți, vin din mediul privat, vin din producție și îmi face întotdeauna deosebită plăcere să fiu într-o fabrică unde se produc lucruri alături de oamenii care le fac. Și vreau să felicit
colegii români care au participat la această, pe tot procesul acestui proiect, bineînțeles alături de colegilor germani, pentru ceea ce au fost în stare să facă astăzi aici. Inaugurarea de astăzi cred că ne dă câteva semnale foarte importante. În primul rând, această piatră de temelie pentru această secție, pentru această uzină, astăzi a fost pusă în 2014 de către un alt guvern. Iar operațiunile Daimler durează de mai bine de 10 ani în România. Deci continuitatea pe care guvernele succesive ale României le dau colaborării cu Daimler și industria auto în general, cred că sunt un semnal extraordinar de pozitiv. Al doilea lucru pozitiv pe care îl văd astăzi aici este în alta tehnologie. Deci vorbim de cea mai performantă cutie de viteze. Și aceasta este făcută la Sebeș. Deci există capacitatea, forța de muncă, capacitatea de proiectare, oamenii capabili să creeze tehnologie de cel mai înalt nivel în România. Al treilea lucru care mă bucură foarte mult, s-a vorbit despre învățământul dual, despre învățământul profesional și vorbim de calitatea oamenilor care sunt astăzi aici și a salariaților din această uzină. Guvernul României dă o deosebită atenție dezvoltării învățământului dual, învățământului profesional, asigurării calității forței de muncă pentru investițiile existente și viitoare. Important este că aceste dezvoltări, aceste investiții care se fac, își au până la amprenta și asupra dezvoltării locale, asupra calității vieții în orașele și în municipiile noastre. Și asta este un alt lucru de care trebuie să, la care trebuie să fim foarte atenți și la care, de asemenea, de care să fim foarte mândri. Vreau să vă asigur, și este scopul prezenței mele aici, că Guvernul României, Ministerul Economiei, colegul meu, domnul Manuel Costescu, care este secretarul de stat însărcinat cu investițiile străine și cu dezvoltarea comerțului exterior, suntem alături de Daimler și de oricare alt investitor în dezvoltarea investițiilor lor existente, dar și în identificarea unor posibilități noi de dezvoltare. Și aș mai vrea un singur lucru să spun, nu legat neapărat de investiția de aici, dar de industria auto. Vedem în România, am fost acum 2 săptămâni la inaugurarea la Craiova a unui nou produs, al unei firme concurente, a firmei Ford. Furnizorii români din industria auto sunt foarte importanți. Cu cât există furnizori locali mai apropiați pentru toți producătorii auto din România, cu cât industria auto se dezvoltă mai mult, cu atâta nivelul de calificare, nivelul de producție crește și industria auto, în general, în România se dezvoltă și devine un pol din ce în ce mai atractiv pentru investiții noi. Mă bucur să pot anunța că Guvernul României este foarte interesat să sprijine industria auto, să sprijine furnizorii locali, să fie parteneri firmelor străine care vor să vină să investească în România.